Hallihallo, liebe virtuelle Welt. Ganz besonders gegrüßt ist meine Community hier auf YouTube. Und ebenso herzlich begrüße ich meine langjährigen, treuen Wegbegleiter in Yappi, deine Online-Community. Und mein Thema ist heute, wie ihr am Bild zum Video seht, der Wandel zwischen 2012 und 2021. Ich habe es versucht, hier mal ein bisschen grafisch darzustellen, und ich muss euch dazu sagen, oder was ich zum Ausdruck bringen will, insgesamt ist, Menschen lechzen doch im Grunde genommen jeden Tag nach ein und derselben Sache. Ich meine jetzt nicht so Liebesdinge oder so, sondern nach Information. Wer informiert ist, der weiß, was um einen herum los ist, der weiß draußen, was in der Welt los ist. Manchmal ist das nicht so schön, aber manchmal ist es auch nicht verkehrt, wenn man es weiß. Und wenn ich in einer Community bin, in der mir die Möglichkeit geboten wird, vom Grundkonzept her, neue virtuelle Freunde zu finden, das heißt also Menschen kennenzulernen auf virtuellem Weg durch das Internet, die ich sonst im realen Leben wahrscheinlich nie treffen würde, weil sie ein paar hundert Kilometer weiter weg wohnen und die Chance, sich zu treffen, schwindend gering ist. Das ist wie ein Sechser im Lotto. Und ich möchte euch heute verdeutlichen, was ein kleiner Zahlendreher 2012, und wenn man hinten die beiden Zahlen umdreht und es wird aus der 12 die 21, was diese 9 Jahre für eine Community, die mal Nummer 4 in Deutschland war und sich im Jahre 2012 2 Millionen Mitgliedern rühmen durfte und heute 2021 aus den damals fröhlichen Usern sind heute andere geworden. Und es entsteht irgendwo unterm Strich die Frage, geht's noch? Und wenn ich zurückkomme zu meinem Thema Informationen, es gab diese Zeiten, ihr Lieben. Es gab diese Zeiten wahrlich. Ich zeige euch jetzt und hier, das ist schon Nostalgie pur. Ich hoffe, man kann es einigermaßen halbwegs sehen. Es hat schon so die Bildschirmgröße. Ja, ihr seht hier oben, wir befinden uns auf meinem Profil, der alte Mann. Ich war damals zu diesem Zeitpunkt im Bett. Und ihr seht, alles, was heute an der Seite, im Seitenmenü steht, war vorher oben in der Kopfzeile, so nennt sich das hier, ja, die Übersicht, hier konnte man das Profil, ich bin jetzt hier auf dem Profil von einer damals sehr guten Freundin, die leider schon lange nicht mehr hier ist, und zwar war das Ganze am 8.3. Die Jahreszahl sage ich jetzt nicht, aber so stellte sich 2012 ein Profil eines anderen Menschen da, wenn man eben dort auf das Profil gegangen ist und dann auf die Details. Dann stand dort Wohnort, weil es ist ja im gesamten deutschsprachigen Raum vertreten, also auch in Österreich, Schweiz, Polen, den Niederlanden. Ich habe auch Freunde in Schweden, also Menschen, die nach Schweden ausgewandert sind. Und man konnte damals wählen und konnte demjenigen, der als interessant das Profil besuchte, mitteilen, warum man hier ist. In diesem Fall war ich nur zum Spaß hier. Dann gab es Leute, die wollten neue Freunde gewinnen und. Es gab 5 oder 6 Auswahlpunkte, die konnte man anklicken und dann wusste derjenige schon, aha, so sieht das aus. Dann gab es weiter ein Feld, Interessen, und da konnte man seine Interessen, ich weiß nicht, bis zu 5 oder so konnte man dort bekannt geben. Was ganz wichtig ist, Beruf, das war in diesem Fall, kam mir als
examinierte Altenpflegefachkraft. Das sehr zugute. Man konnte sehen, hier, dieser Mensch bewegt sich im Bereich Medizin-Gesundheitswesen. Also hatte man schon eine Gemeinsamkeit. Match, würde man heute sagen. Besuchte Schulen. Okay, das kann man angeben, muss man nicht angeben. Das dann so ein bisschen aus der Rubrik Stay Friends. Und dann war eine der ganz interessanten Fragen, wie stellst du dir dein Leben vor in 20 Jahren? In diesem Fall schrieb die Person hier gesund bleiben. Eine, die überhaupt keine Fantasie und keine Visionen und auch keine Ziele haben. Die haben gedacht, soll ich das jetzt wissen? Bei mir stand da zum Beispiel drin, und mein Profil ist ja nun auf Single. Und ich bin Single. Und trotzdem habe ich hier reingeschrieben, wie stelle ich mir das in 20 Jahren vor? Ganz einfach. Mit meinem Geliebten, mit meiner geliebten Partnerin auf einer Bank sitzen und uns selig glücklich anlächeln. Und dann wusste schon jemand, der mein Profil besucht hat, oh ja, der hat auch noch Interesse an einer Partnerschaft oder Beziehung, in welcher Form auch immer. Man kann ja auch ganz einfach eine WG gründen zum Beispiel. Die Möglichkeiten sind es viele. Dann konnte man sehen, Mitglied seid. Dann konnte man sehen, die Anzahl der Einträge im Gästebuch, also ohne das Gästebuch selbst besuchen zu müssen und bis nach ganz unten zu scrollen. Was auch interessant war, war die Anzahl der Profilaufrufe. Wie viele Besucher hatte man? Das bekam man damals alles angezeigt. Und dann ging es noch weiter. Die Alten werden es wissen. Unterhalb des Profilbildes gab es einen Bereich. Hier kann man es auch noch sehen. Na, für euch wird es jetzt schon eng. Da gab es Galeriebilder. Die sind ja jetzt ganz groß in der Diskussion. Ich komme zu späteren Zeitpunkt nochmal darauf zurück. Dann gab es einen Begrüßungstext. Man konnte dort also, ein Bild ging nur, aber man konnte nur eine Sache mit einem Link reinsetzen. Das haben einige bis heute wahrscheinlich nicht verstanden, aber egal. Ja, und man konnte bis zu 1000 Zeichen nutzen, um sich meinetwegen vorzustellen, um Informationen an einen Profilbesucher zu geben. Zum Beispiel haben viele reingeschrieben, nehme keine Freundschaften mehr an. Ist auch eine Art und Weise, um jemanden zu begrüßen. Finde ich ein bisschen unpersönlich, aber egal. Ja, bei mir haben die Texte so nach Laune ein bisschen gewechselt, aber es gab immer eine Grundstruktur, in der ich erstmal beschrieben habe, was bin ich für ein Mensch. Und dann gab es noch etwas ganz Faszinierendes. Hier unten an der Seite gab es noch zwei Seiten, wenn man dann mochte. Über die Einstellung konnte man diese Seiten einrichten, also zwei Stück und auch jeweils mit 1000 Zeichen. Und dort konnte man zum Beispiel sich selber nochmal vorstellen, so meinetwegen den Lebenslauf oder aber ein Hobby beschreiben oder seine Fußballleidenschaft beschreiben oder was auch immer. Also insgesamt gab es eine Menge von Informationen. Und wie das Profil 2021 aussieht, das wisst ihr selber. Ich habe die Änderung vom 2. August 2021 vorgestellt, unmittelbar nach dem Erscheinen, und habe darüber ein Video gemacht, habe euch nach einer Woche nochmal gefragt, so Leute, wie sieht's aus, wie kommt ihr klar, ja, berührt es euch, wie auch immer, wie sieht's aus? Ja, und das letzte Video zu diesem Thema war vom 15. August. Da habe ich jetzt nochmal einige Dinge zusammengefasst. Und tja, ihr Lieben. Und dann habe ich eure Reaktionen abgewartet. Und die waren faszinierend. Ich hatte wieder Riesenfreude. Wir gehen kurz durch. Das erste ist nicht so doll interessant. Hier bekomme ich ein Lob. Video wie immer super. Du hast es auf den Punkt gebracht, was man auch versteht. Also
Ich bin verständlich rübergekommen. Das ist für mich ganz toll. Danke für die Freundschaft. Das ist sowieso toll. Dann hat jemand festgestellt, da muss ich allerdings sagen, wir kennen uns seit über 50 Jahren schon aus der Schule und haben uns in Yappi vor ein paar Jahren wiedergefunden, nach vielen, vielen Jahren, weil ich bin ja weit weg von meiner Heimat. Hehe, Werner, der neue Bart steht dir. Auch dieses Video ist wieder gut gesprochen. Inhaltlich absolute Punktlandung. Zu Yappi fällt mir nur noch ein, dass wohl tatsächlich Frechheit Sieht, hat sie geschrieben. Ich denke, das soll Siegt heißen, komm gut in die Woche. Okay. Dann schreibt die nächste Userin: Hi, mein lieber Werner, was du im letzten Video erklärt hast, sehen viele andere User exakt so wie du. Das spiegelt sich ja auch in den vielen Kommentaren wieder. Dieses Dashboard hat ja auch Vorteile, da man vieles mit einem Blick besser erkennen kann. Bei den Pins sollte man besser nicht zu viele setzen, denn das stiftet wirklich Verwirrung. Meine Bildergalerie kann ich auch nicht sichern, was mich wirklich ärgert. Das war also noch der Stand am 22. August. Entschuldigung, am, sorry, 22. ist heute, am 15. August. Kann ich auch nicht, was mich ärgert, denn auch ich habe viele Fotos dort hochgeladen und finde es unverschämt, dass die etwas versprechen und dann nicht halten. Denn in der Beschreibung zum Update vom 2.8. stand ja drinne, dass man über die Einstellungen seine Bilder sichern kann. Das ist bis heute nicht der Fall. Es gibt aber auch keine näheren Informationen über den Sachstand als solches. Da schreibt sie, gute Frau Weid, es hat sich wirklich beinahe alles zum Nachteil der User verändert. Aber auch ich bleibe wegen meiner Freunde hier. Davon gibt es hier ein paar, die ich nicht missen möchte. Einschließlich dir natürlich. Herzlichen Dank an dieser Stelle. Da muss man die negativen Sachen dann wohl in Kauf nehmen. Mal sehen, was sich in naher Zukunft noch alles ändern wird oder ob es nun endlich mal so bleibt, wie es ist. Ich erfreue mich weiterhin an deinen Geschenken mit den netten Sprüchen, deinen einfallsreichen Gästebucheinträgen. Mach weiter so und bleib genauso, wie du bist. Denn so bist du aber sowas von goldrichtig, aber vor allem bleib gesund und so. Oh, ihr könntet, müsstet mich jetzt hier strahlen sehen können. Das sind Worte, das ist reiner Seelenbalsam. Nochmal herzlichen Dank. Das mit der Gesundheit gebe ich natürlich zurück. Die nächste Kommentatorin sagt: Es ist ja schön, dass du das alles erklären kannst, aber ich kann das Update nicht nachvollziehen. Handelt sich hier um eine, ja, hochbetagte Dame. Da steht schon die 8. Und es kostet mich zu viel Nerven, die ich für andere Dinge im realen Leben brauche. Eins steht fest: Yappi braucht mich nicht, aber ich brauche Yappi auch nicht. Schade, denn es hat mir 15 Jahre Spaß gemacht, aber so wie es jetzt geworden ist, nicht mehr. Danke für alles. Hier möchte ich euch meine Antwort zeigen. Ihr könnt das also alle selber nachvollziehen, indem ihr einfach dieses Video aufruft. Ich habe da geschrieben, das Internet soll Spaß machen und keine Belastung sein. Das reale Leben geht absolut vor. Das ist doch wohl jedem von uns klar. Was deine Aussage über das Brauchen betrifft, möchte ich korrigieren. Yappi braucht jeden einzelnen User dringend. Denn wenn du online bist und vielleicht auch noch Werbung klickst, dann verdienen die Macher Geld. Und da habe ich drunter geschrieben, weil ich habe euch ja per Video im Juli diesen Jahres mitgeteilt, dass ich jetzt 9 Jahre dabei bin. Ich beneide dich beinahe ein bisschen, denn 15 Jahre sind eine verdammt lange Zeit. Gut, die nächste Kommentarin sagt: Hallo Werner, danke, dass du uns alle so gut informierst und dass du es so gut und verständlich erzählst. An die Neuerungen gewöhnt man sich doch langsam. Das mit den Bildern finde ich auch nicht gut. Schauen wir mal, was dann auch kommen wird, und bleib so, wie du bist und gesund. Ja, das sind also Floskeln, die ich mit meinen Freunden pausenlos austausche, weil es gibt momentan aus meiner Sicht neben all den Zipperlein, die wir sowieso haben, nur eins: nicht mit Corona infiziert zu werden. Alles andere erachte ich persönlich als zweitrangig. Punkt. Eine ebenso gute Freundin bringt es auch mit deinem Video, bringst du das auf den Punkt. Es ist nichts mehr, wie es war.
Das mit den Puzzles finde ich total bescheuert. Als Kind war das ja noch was Tolles, aber da man doch kaum mal eins fertigstellen kann, sinkt mein Interesse von Tag zu Tag. Meine Kredits nehmen ab und ab und ab, aber man bekommt so gut wie nichts dafür. Nee, nee, das ist nicht mehr schön und die Anzahl der Freude schrumpft und schrumpft. Maret Jod, lebe jung und blieb gesund. Das Kölner Dialekt. Maret Jod, das kann man sich schon so denken. Mach es gut, lebe jung, heißt lieber jung und bleib gesund. Das ist unser Ursprache und ich freue mich immer, wenn ich ein paar Zeilen in meiner alten Heimatsprache lesen darf. Das ist so ein bisschen, da geht mir das Herz auf. Dann schreibt eine weitere Userin: Hallo Werner, ich kann es nicht verstehen, dass bei Yappi wieder alles umgestellt wurde. Die, die jetzt schon mindestens so lange da sind wie ich, also seit mindestens 9 Jahren, die wissen, wie viele Umstellungen es gab. Einige waren toll. Aber die Informationen jetzt, das ist ja nichts mehr. Und sie bringt es hier auch auf den Punkt, man hat dadurch keine Freiheiten mehr, mit Menschen in Kontakt zu treten, weil alles weg ist. Mit alles weg meint sie zum Beispiel wahrscheinlich auch die Informationen. Man sieht im Gästebuch nicht mehr, was andere reinsetzen, nur die eigenen Einträge. Man wird von Yappi angeschrieben und das hat mich jetzt wirklich getroffen, dass man zu wenig Kontakte hätte. Was soll das? Ja, das frage ich mich auch. Ja, klar. Moment. Ja klar, wenn man nicht mal mehr die Besucher sieht, sondern nur die, die man als Freunde hat und obendrein noch Rubine ausgeben soll, das macht keinen Spaß mehr. Und ich bin schon am Überlegen, endlich rauszugehen. Dann soll man ein neues Bild von sich reinsetzen, weil das, was drin ist, wäre ja schon veraltet. Also darauf gehe ich noch mal in einem gesonderten Video ein. Jetzt weiß ich auch, warum das in Facebook thematisiert wird, aber leider nur unter dem Tenor Yappi. Ich habe das vorher gar nicht so wahrgenommen. Wo sind wir denn hier? Es ist kein Wunder, wenn so viele rausgehen. Tut mir leid, dass ich so empfinde, aber leider bin ich ja nicht die Einzige. Aber das ist auch richtig. Dann ein Insider sagt: Es ist alles im Lot auf dem sinkenden Boot, meine Herrschaften. Jeder, der per Ticker Kritik über die Neuerung oder die Spiele übt, wird vom Fachpersonal gesperrt und nach 14 Tagen gelöscht. Noch Fragen? Nö. Das erübrigt sich dann auch. Und jetzt kommen wir in die Thematik, in die aktuelle. Alleine schon dieser YouTube-Nick, der ist so faszinierend. Lieber Frosch als Ente. Schreibt, bei mir zeigen meine Bildergalerien wieder auf, sind aber wohl nur für mich sichtbar. Gibt es irgendwelche neuen Informationen dazu, ob die Frösche oder Himbeeren geholfen haben? Das ist einfach zu affenscharf. Ich habe dann, da zeige ich euch jetzt auch meine Antwort, ob Haribo da geholfen hat, weil es gibt ja diese Werbung da, irgendwo sitzen die da in der Bahn und dann. Sieht aus wie ein Zebra, zusammengequetscht und dann dreht sich der eine um, ja, Frösche und Himbeeren sind die tollsten oder die, irgend sowas, ja. Sie hat das hier aufgegriffen. Ob die Haribo da geholfen hat, entzieht sich meiner Kenntnis, lieber Frosch. Und es ist keine Ente. Haribo macht Kinder froh und Erwachsene ebenso. Und das kennen wir ja nun schon, ich glaube, jeder von uns seit seiner Kindheit. Haribo in Bonn gibt es ja schon ewig und 3 Tage. Ich habe bis dato keine neuen Informationen bezüglich der Bilder, aber ich empfehle euch, Bilder, die ihr für euch wichtig erachtet, herunterzuladen. Bleibt gesund und so. So, und das für mich jetzt die Überleitung. Ich zeige euch jetzt das, was ihr kennt. Halt, 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 halt. Stopp, die, dopp, die, dopp, die. Ganz schnell weg hier. Das ist das Profil 2021. Es gibt keinen Begrüßungstext mehr. Die 2 Seiten, die ich euch in meinen Ausführungen vorhin beschrieben habe, gibt es auch schon seit, na, gefühlt 5 Jahren nicht mehr. Und alles regelt sich jetzt über Pins. Alles ist vorgegeben. Es gibt kein einziges persönliches Wort mehr auf diesem Profil. Nichts und gar nichts. Ich möchte jetzt mal eins machen. Ich muss jetzt mal hier ein bisschen, ich versuche jetzt mal, ja,
das größer zu ziehen. So, Entschuldigung. So, halt, jetzt sind wir wieder auf Ursprung. Also ihr seht schon, das ist gar nicht so einfach, eine Kamera zu justieren. So, da wollte ich eigentlich hin. Und ich muss als erstes mal wieder Danke sagen. Also es ist eine Zahl. Gestern habe ich die 10.000 erhaltenen Geschenke übertroffen. Die sichtbar 10.000 erhaltenen Geschenke. Also die Zahl 10.000 überschritten. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Für die Leute, ich möchte es nochmal betonen. Geschenke waren in Yappi bis Oktober 2020. Ja, so etwas wie die heilige Kuh, das Nonplusultra, die größte Wertschätzung, die man von seinen Kontakten bekommen konnte, weil ihr wisst es selber, es gibt wenig Kredits. Und wenn man zum Geburtstag oder sogar zu Weihnachten oder ja, also Kindsgeburt oder weiß, irgendeinen besonderen Anlässen einem Freund ein Geschenk machen wollte, dann musste man da irrsinnig lange für sparen. Ja, und heute, ich verschenke heute pro Tag, weil ich an diesem Spiel, ihr habt mich ja für das Spiel der Schulden und Reichen, also für das Kartenspiel innerhalb von Yappi, auserkoren als Spieletester und der Sache bin ich ab dem ersten Tag nachgekommen. Ich meine, ich weiß jetzt nicht mehr ganz genau, aber ich denke, es war so Mitte Oktober 2020, als das Spiel hier sozusagen Eröffnung hatte innerhalb von Yappi, also auf den Markt kam. Und ich habe mein erstes Geschenk, ich kann mich noch genau daran erinnern, an mein erstes Geschenk, wem ich das gegeben habe. Das war eine Person, eine weibliche Person, auch älteres Semester, die mir hier so quasi die ersten Schritte gemacht, bei den ersten Schritten in Yappi 2012 geholfen hat und auch mich davor gewarnt hat. Und dann dafür könnte ich sie heute noch umarmen. Ist aber leider schon viele Jahre weg aus Yappi. Ich habe auch keinen Kontakt mehr. Leider. Die haben mir auch gesagt, Werner macht nie Gruppen und ich wollte es damals nicht hören. Und naja, gut, ihr wisst, was dann letztendlich passiert ist. Und das ist ja auch so ein Punkt. 2012 konnte man sich auch in Gruppen organisieren. Was mich immer betroffen gemacht hat, das waren 50% aller Gruppen waren Sexgruppen mit unterschiedlichsten sexuellen Ausrichtungen und teilweise gab es dann zu einem Thema 20 verschiedene Gruppen, was ich nie verstanden habe, warum dann nicht eine gereicht hat. Das war ja zum Beispiel auch einer der Gründe, warum man letztendlich angeblich oder was zu der Schließung der Gruppen zum 31.12.2020 geführt hat. Und ja, meine Gruppen kennt ihr. Ich hatte eine Friedensinitiative, ich hatte etwas über Wertschätzung. Ich habe ein Stück Yappi-Geschichte geschrieben, das kann ich mit Fug und Recht sagen. Auch wenn man mir niemals in dieser Zeit nur von einem ganz, ganz kleinen Kreis von Menschen Respekt entgegengebracht hat. Ich rede jetzt über Yappi Interna. Ich rede nicht über euch. Wir sind befreundet, wir sind lange befreundet, ihr seid lange meine treuen Wegbegleiter und wir wissen genau. Aber ja, ich habe ja mal eine bestimmte Position zugesprochen bekommen, die ich freiwillig zurückgegeben habe. Dazu gibt es auch noch mal ein konkretes Video, wo ich euch alles zeige, alle Gerüchte und alle Lügen über diesen Zustand eindeutig widerlege, bis ins letzte Detail. Und bevor ich jetzt zum Schluss komme, was ich mich jetzt frage, hier, ja, es gibt ja jetzt diese Auszeichnung. Ich habe davon jetzt 57 aktuell. Ich weiß nicht, ob das viel oder wenig ist. Aber ich habe 2012 mein erstes Geschenk verschenkt. Und jetzt habe ich die Tage hier eine Auszeichnung bekommen. Auszeichnung beschenkt. Also insgesamt habe ich 66 Auszeichnungen. Und die habe ich jetzt bekommen, beschenkt am Dienstag. Nee, Moment.
Am Dienstag wurde das, am Dienstag, dem 10.08.2021, hat Jappi das erstellt, diese Auszeichnung als solche. Eingelöst habe ich sie am Freitag, dem 20., also vor 2 Tagen. Und da sagt mir Jappi, ich habe also am 20. August 2021, du hast dein erstes Mitglied beschenkt. Dafür habe ich eine Auszeichnung gekriegt. Das ist so erstmal Nostalgie. Für was, was ich 2012 mal getan habe, kriege ich 9 Jahre später, 2021, wieder die Sache mit dem Zahlendreher, bekomme ich eine Auszeichnung. Ich finde diesen Humor einzigartig. Was ich aber noch einzigartig finde und was mir überhaupt gar nicht gefällt: Ich habe gestern eine Emotion bekommen. Feiern. Nein, ich muss korrigieren. Sektkorken knallen. Und Sektkorken knallen lässt man, wenn man bei der Kindsgeburt zum Beispiel, zu Silvester. Vielleicht, wenn man einen absolut runden Geburtstag hat, also 50 oder 65 oder bei, ja, wie auch immer, ihr wisst, was ich meine. Dann lässt man Korken knallen. Und ich habe gedacht, Mensch, ob sie Geburtstag hat? Und dann bin ich aufs Profil gegangen. Nö. Denn ihr wisst ja, vorher war Emma hinter dem Namen. Da war so ein Zeichen und dann an dem Zeichen konnte man sehen, die Person hat Geburtstag. Nö, dann denke ich, naja, da wird sie irgendwas anderes feiern. Okay, gut. Und irgendwie ein paar Stunden später, als ich mein Gästebuch bearbeitet habe, und ich gehe durch das Gästebuch nicht einfach nur so durch, sondern ich gucke da, was die Menschen mir versuchen mitzuteilen durch den Gästebucheintrag. Natürlich weniger die Sachen mit schönen Montag, schönen Dienstag, schönen Mittwoch. Das ist nicht meine Gästebuchwelt. Ich mache das anders. Meine Freunde wissen das. Aber da stand neben dem Gästebucheintrag von dieser Dame das Zeichen, dass sie Geburtstag hat. Daraufhin habe ich ihr dann. Und das Kuriose war, ich hatte ihr schon an diesem Tag, weil ich verschenke pro Tag zwischen 50 und 100, manchmal auch 200 Geschenke, die ich also durch dieses Spiel erwerbe. Das sind ja Geschenkgutscheine, die man dort kriegt. Die gelten nur eine gewisse Zeit und die verteile ich dann nach Lust und Laune. Wie gesagt, immer mit einem Spruch dazu. Und ich hatte der vormittags. Wir sind nicht befreundet, waren auch nie befreundet. Sie war Mitglied in einigen meiner Gruppen im Laufe der Jahre, ist auch schon wesentlich länger dort als ich. Aber wir haben uns über viele, viele Jahre schon, tauschen wir Gästebucheinträge aus. Und deshalb liegt es mir so ein bisschen am Herzen. Und dann habe ich durch den Gästebucheintrag erst gesehen, dass sie Geburtstag hat. Warum, liebes Jappe, zeigt das jetzt nicht mal mehr auf dem Profil auf oder neben den Emos, sondern nur noch in den Gästebucheinträgen? Wovon sollen wir außerhalb unserer Freunde? Da wird es ja angezeigt. Das geht ja dann, ja, auf Freunde und dann auf Geburtstage und dann seht ihr die Geburtstage von euren Freunden. Aber zum Beispiel von den, ich weiß nicht, heißen sie Favoriten? Muss jetzt selber mal gucken. Nein, die heißen jetzt mittlerweile Lesezeichen. Lesezeichen sind also die Menschen, mit denen wir nicht befreundet sind, aber die bei uns irgendwo ein gewisses Interesse geweckt haben. Früher hießen die Favoriten, ihr wisst das. Heute sind das nur noch Lesezeichen, also ist auch so ziemlich unpersönlich. Und ich weiß nicht, wie weit es noch runtergeht. Wir haben keine Möglichkeit mehr, überhaupt keine Möglichkeit mehr, persönliche Informationen von uns selbst als User dieses oder Mitglied dieses Netzwerkes an andere weiterzugeben. Es ist entweder alles wegrationalisiert oder durch vorgefertigte Pins, die Sprüche, alles ist vorgegeben. Vorher konnte man seinen eigenen Spruch reinsetzen. Heute geht alles über diese sogenannten Pins. Unpersönlich. Unpersönlicher geht's kaum. Und ich weiß nicht, ob damit schon das Ende der Fahnenstange erreicht ist und was das Ziel letztendlich ist. Die Herrschaften, die dieses, ja, die Außensprachrohre der Betreiber sind, sprich die Moderatoren, die sprechen ja davon noch, wie schön ist unser Baby. Ja, oder dass die Betreiber ihr Baby so, ja, es scheint so zu sein, dass es ihr Baby ist, aber dass es nur ihr Baby ist. Und denn wir haben
kein Mitspracherecht mehr, das haben wir nie gehabt. Früher haben wir es versucht, über Gruppen und Initiativen mitzusprechen. Gewirkt hat es aus meiner Sicht, aus meiner persönlichen Erfahrung überhaupt nicht. Ich habe viele Verbesserungsvorschläge und Anträge reingegeben. Es wurde nie etwas beantwortet, angeblich nur bei anderen Personen, die aber sehr fragwürdig sind. Darauf komme ich auch nochmal an irgendeiner Stelle. Ja, denn eine Frage ist ja auch, wie wirbt Yappi eigentlich für sich? Ich habe noch nirgendwo eine Werbung gesehen. Aber bei mir zeigt zum Beispiel, spielen tue ich nur mit dem Smartphone. Und da zeigt mir seit 14 Tagen Facebook-Werbung an. Das verstehe ich auch nicht. Aber vielleicht müssen wir das auch gar nicht verstehen. Ich bedanke mich für wirklich bei all denjenigen, die auch jetzt noch, ja, von den 2 Millionen in 2012, 2 Millionen Mitglieder, sind Stand heute noch 134.254 übergeblieben. Und der, ich sage, wir können jetzt wirklich davon reden, das, was man mal so schön so, das wird verbal so verpackt nach dem Motto, so der harte Kern, wir sind der harte Kern. Wir sind jetzt echt der harte Kern. Und ich danke euch für eure Treue, für eure Herzlichkeit. Ihr habt es über Geschenke von mir schon mitgekriegt, aber ich sag's euch auch gerne nochmal hier. Und das, ihr wisst es, kommt von Herzen gerne. Und ich mache auch bald wieder ein Video, wo ich dann wieder zu sehen bin. Und dann sage ich es euch auch gerne nochmal Auge in Auge, mehr oder minder hier. Ja? Zumindest seht ihr mich dann, ja. Okay, ich wünsche euch für heute, bei uns hier regnet es seit heute Morgen ununterbrochen Bindfäden, aber das muss auch sein, die Natur braucht das. Ich wünsche euch einen tollen Rest von diesem Sonntag. Habt viel Freude bei allem, was ihr macht. Ruht euch aus für die Aufgaben, die in der nächsten kommenden Woche auf uns zukommen. Toi, 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 meine Daumen sind für euch gedrückt. Ich hab euch alle lieb und sag bis dann. Toi, 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 euer alter Mann. Ciao, ciao.